Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für euch einmal einen Schmuck-Adventskalender, und zwar ist der wirklich viel gefragt worden. Das ist der iCrush-Schmuck-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, hier hat man die Möglichkeit, zwischen Gold, Silber und Rose Gold zu wählen. Das Ganze ist in Edelstahl und dann in 18 Karat vergoldet. Oder halt Rosé vergoldet, wenn man halt die vergoldete Variante wählt. Und ja, ich habe ihn zugeschickt bekommen. Darüber freue ich mich wie Bolle. Ich hatte ihn selber schon bestellt. Und dann hat iCrush mich aber gefragt, ob die mir den vielleicht zuschicken können. Da habe ich gesagt, ja, klar, gerne. Und deswegen habe ich jetzt hier für euch einmal die Variante in Gold, die ich euch gerne präsentieren möchte. Ihr seht für eine zweite Meinung auch jetzt gerade das Video online gehen von der lieben Nicole von Chiquitas Play. Schaut gerne auch bei ihr mal vorbei. Ich darf auch einen kompletten Adventskalender an einen von euch verlosen. Der wird zwar erst im November verschickt, weil das ist so der offizielle Versandtermin der Adventskalender, aber ihr könnt ihn jetzt schon gewinnen. Also seid gespannt und freut euch. Schaut in der Infobox vorbei und genau, da habe ich euch alle Infos zu reingesetzt. Ich freue mich mega, dass iCrush sich daran halt auch beteiligt hat, weil so einen kompletten Adventskalender zu gewinnen, ist ja mal der Hammer. Denn normalerweise kostet der 179 Euro, was echt eine Stange Geld ist, aber ihr könnt mit meinem Code CW2024 nochmal 10 Euro sparen. Wir finden hier tatsächlich dieses Jahr 25 Schmuckstücke drin im Wert von 900 Euro, sodass wir dann pro Produkt 7,16 Euro bezahlen. Das ist nicht viel, Leute. Das ist für so eine Art von Schmuck der Hammer, denn das ist super langlebig. Ich habe schon so viel von iCrush. Ich habe damals den ersten Adventskalender, glaube ich, auch mit euch zusammen geöffnet. Das müsste der erste von denen gewesen sein. Der war echt noch gruselig. Dieses Mal haben die sich auch was richtig Geiles überlegt, denn du kannst diesen Adventskalender nachher umbauen, dass er zum Schmuckständer wird. Das heißt, wir können dann hier auch die ganzen Schmuckstücke nachher dran aufhängen. Ist das nicht großartig? Das ist richtig geil gemacht. Hier haben wir Schubladen, die ziehe ich erstmal raus. Da kannst du natürlich dann auch die Produkte drin aufbewahren, ne? Ach, guck mal, du hast hier auch noch irgendwie so eine Geschenkschachtel mit dabei, wo du dann auch noch, wenn du was daraus verschenken möchtest oder so, halt auch was verschenken könntest. Wie süß. Hier hast du auch noch so ein Schleifchen, ne? So. Laberababer. Solltest du auch Teil der Crew werden wollen, wenn schon Laberababer, dann richtig, dann abonnier doch super gerne meinen Kanal und begleite mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Und dann starten wir jetzt endlich mal am 1. Dezember. Okay, das ist richtig nice. Guck mal, wie süß. Das kommt in so einem Organza-Säckchen. Und auch hier haben wir wieder diese lila Schleife am Start. Das ist richtig schön gemacht. Und iCrush hat vom Schmuck her auch etwas gröberen Schmuck. Die sind jetzt nicht so super filigran oder so unterwegs, ne? Und wir starten direkt mit einem Knaller, nämlich einer Kette. Ich glaube, dass tatsächlich auch online der komplette oder fast komplette Inhalt von dem Adventskalender auch schon aufgeführt war, ne? Ah, das ist eine Y-Kette. Okay, ja, die schaut so aus. Das heißt, wir haben hier unten einmal dieses Stück, ne? Dann kann man das einmal durch diese Öse ziehen. Dann haben wir hier auch eine wirklich lange Verlängerung, dass man sich das so einstellen kann, wie man möchte. Hier haben wir nämlich auch noch so eine, ja, so ein Muster quasi drauf. So. Und dann kann man die dann halt entweder so als halblange Kette tragen oder man kann hier das Stück ein bisschen weiter durchziehen, dass sie dann halt enger am Hals sitzt, ne? Und du dann halt dieses Y-Stück nach unten hast. Ist ganz süß. Weiter geht die wilde Reise am 2. Dezember. Oh, schön. Hier sind Ohrringe drin. Das sind so Kreolen. Und die sind auch schön breit, ne? Also ich habe große Ohrläppchen. Und da habe ich jetzt kein Problem mit. Die könnte ich definitiv easy peasy verwenden. Dass ich das halt so, dass meine Ohrläppchen da unten nicht dran ditschen würden. Und die passen sogar zur Kette auch ganz schön. Die sind hier auch wieder ein bisschen gröber, ne? Und ich finde die auch sehr hübsch gemacht. Du hast das auch nicht komplett glatt. Das heißt, hier an der Seite sieht man dann auch noch so eine Art Muster, ne? Und die könnte man dann da jetzt einfach dran machen, ne? Exemplarisch habe ich das jetzt einfach mal gemacht, dass ihr das dann auch mal seht, wie das aussehen würde. Und dann hast du ja theoretisch noch mit den Schubladen die Möglichkeiten der Aufbewahrung, das so reinzuschieben. Dann hast du hier noch eine Möglichkeit, da noch eine Möglichkeit. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Ich bin zwar nicht so der ultimative Armband-Junkie, aber steht ja auch online, wie viele Armbänder, wie viele Ketten und so weiter du hast. Witzig finde ich hier auf jeden Fall vom Design her, dass du hier ein Y-Armband hast. Das ist ja crazy. Genau, und dann könnte ich das theoretisch nämlich sogar noch hier kürzer machen, wenn mir das zu lang ist. Oh, das ist, guck mal, wie breit das ist. Ist das vielleicht sogar ein Fußkettchen? Auch das ist möglich. Hier haben wir jetzt die Nummer 4. Und da geht es jetzt, glaube ich, zum nächsten Schmuckset. Oh, ich
glaube, das ist so ein Tigerauge. Jedenfalls macht das so den Anschein vom Stein her. Eine sehr, sehr, sehr schöne lange Kette. Also ich kann euch das jetzt ja erstmal hier so zeigen. Ne? Da sind zwei Anhänger dran und ich finde, das sieht ein bisschen aus wie das Tigerauge. Und darunter haben wir dann nochmal so ein Plättchen. Also ich habe jetzt noch ein bisschen, dass ich hinten meinen Finger dran habe, aber guck mal, wie lang die auch ist, ne? Und auch diese Ketten generell oder die Produkte generell, ich habe sie seit Jahren auch immer wieder in Einsatz und ich finde, die haben auch eine gute Qualität. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Die halten euch lange, da habt ihr wirklich lange Freude mit und das ist halt das Positive, wenn ich schon länger mal was von denen bestellt habe oder auch mal mit denen eine Kooperation hatte und das dann auch über ein paar Jahre testen konnte, ne? Dann kann ich euch das ja auch nochmal mit an die Hand geben. Da habt ihr ein bisschen länger was von. Schauen wir mal in den 5. Dezember hinein. Dort, oh, solche Kreolen liebe ich. Das ist voll mein Vibe. Da haben die gerade echt hart meinen Geschmack getroffen. Das sind auch so größere Kreolen, ne? Auch so zum Stecken und die sind halt so halb offen und die sind ja auch so ein bisschen verdreht und so und das mag ich so gerne. Nikolaus, Leute, da muss die Party jetzt abgehen, ne? Der 6. Dezember. Ja, es ist ein Armband. Ich mag auch gerne, wenn wir halt diese gröberen Glieder hier mit dabei haben, aber ich, ne? In der 6 oder 24 Armbänder drin zu haben, ist für mich nicht so das Highlight. Naja, trotzdem, es ist ganz süß. Ich weiß nicht, inwiefern einen vielleicht diese Kugel stören könnte. Ja, meins wäre es nicht. Gehen wir weiter zu der Nummer 7. Da muss man römische Zahlen lesen können. V-I-I. Oh, das hätten sie tauschen können. Da sind Ohrhänger drin. Wie geil sehen die aus? Das ist ganz speziell. Okay, also, so seht ihr die jetzt einmal von vorne. Und das ist jetzt nicht irgendwie hinten irgendwo, dass es klemmt oder so, sondern das ist halt wie eine Kreole, dann mit dem Hinterstück auch verbunden. Das finde ich auch mal richtig abgefahren, ne? Dann hast du so Perlen drauf, das ist voll mein Vibe. Die finde ich wunderschön. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und die habe ich jetzt hier in meinen Händen. Und hier haben wir die passende Kette zu diesem Schmuckset mit dabei. Also da hatten wir ja gerade das Armband, dann hatten wir die Ohrringe. Aber die Kette hat etwas andere Glieder, als das bei dem Armband der Fall ist. Ich weiß nicht, ob das manche Monks unter euch stört. Ne? So schaut es aus. Wir haben ja auf jeden Fall die gleiche Perle. Und dann halt ein solches Kettenglied gedönsen. Die ist auch ein bisschen länger. Das ist jetzt keine enge Kette, ne? In der Nummer 9 dürfen wir uns natürlich über ein weiteres Schmuckstück freuen. Und das ist eben das Positive hier dran. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas an Füllprodukten hier drin finden werden. Oh, das ist schön. Das ist ein Armband, ne? Aber es ist so mit so einer Welle. Ist schon wieder süß. Hinten hast du wieder die Verstellmöglichkeiten mit dabei. Und ja, das ist wie, also für mich ist es wie so eine Welle geformt, ne? Genau. Das ist hübsch. In der Nummer 10 wird es mit welcher Schmuckart weitergehen? Das werden wir gleich sehen. Eine Kette. Oh, oh, die ist schön. Das ist eine relativ schlichte, aber super lange Kette. Holla, die ist richtig schön zum Kombinieren. Oh mein Gott. Und wenn man ganz crazy drauf ist, kann man die sich ja auch noch theoretisch doppelt legen. Und du hast ja ein richtig langes Verlängerungsstück, dass du wirklich heftig in dieser Länge auch variieren kannst. Und guck mal, wie lang die ist. Guckt euch das mal an. Das ist Wahnsinn, ne? Und da haben wir dann auch immer, ist das so, ja, so eckig irgendwie, ne? Auch ganz interessant. Also finde ich schön von den Kettengliedergeschichten her. Zuerst im Schnapssaal haben wir hier in der Nummer 11 etwas Leichteres drin. Ich glaube, das sind Ohrringe. Ja, das sind Ohrstecker. Die würde ich jetzt so an meinem zweiten Ohrloch zum Beispiel tragen. Das sind so Plättchen, die auch so ein Muster drauf haben. Auch die passen zu dem Armband theoretisch, was wir jetzt hier mit drin hatten. Also du kannst sowieso, ne, deine ganzen Schmuckstücke komplett frei variieren. Kommen wir nun zur Halbzeit, die Nummer 12. Hier haben wir die passende Kette zu dem Armband von vorhin. Okay, das ist mit Welle auch wieder. Also für mich Welle. Mach hier mal nicht so eine Welle, Claudi. Die ist halt auch relativ... ja, mittellang. Also die ist jetzt nicht lang, ne? So hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal. Genau, und da kannst du halt auch die Länge entsprechend variieren. Und da haben wir, na, loslassen hier, auch entsprechend diese Welle. Finde ich richtig, richtig hübsch. Also sowas habe ich persönlich auch noch nicht da.
Das ist halt auch das Coole bei so einem Adventskalender, ne? Da hast du ja von, ja, jetzt auch gleich mehr oder weniger oder im Laufe der Adventszeit halt die Möglichkeit, wirklich so viele Schmuckstücke auch so zu bekommen, dass du auch unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten mal ausprobieren kannst. Und jetzt machen wir mal mit der zweiten Hälfte weiter. Mensch, die haben wir jetzt hier vor uns. Also ich finde, Schmuck-Adventskalender sind immer so eine richtige, im wahrsten Sinne des Wortes, Schatzkiste, was man hier alles so drin findet und welche Inspiration man so bekommt. Auch hier muss man ein bisschen römische Zahlenlehre können. XIII ist der 13. Dezember. Und da schauen wir mal. Da haben wir wieder Ohrringe drin. Oh, die sind auch speziell. Das sind so Kreolen und die haben da dran noch einen Charm, der so nach unten hängt. Na, kannst du aber offensichtlich auch abmachen, wenn dich das stört, ne? Oder wenn es halt nicht zum Outfit passt oder so. So schaut das einmal aus. Also im Prinzip ganz klassische kleine Kreolen und unten dran haben wir dann diese Platte in Rautenform. Das ist irgendwie auch speziell, aber irgendwie geil. Die Nummer 14 habe ich jetzt hier. Oh, ich glaube, du bist ein... Oh, nee, du nicht. Ist ein Armband. Okay, ich dachte, es wäre eine Kette. Das wäre auch schön gewesen. Da haben wir eine Sonne drauf. Das ist schon schön. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel, weiß ich nicht. Aber irgendwie hat das was, finde ich. Ich weiß nicht, inwiefern mich vielleicht die Sonne stören würde. Ich bin, wie gesagt, Armbänder, das stört mich halt mit der Zeit irgendwann. Und wenn ich dann so eine große Sonne mit so vielen Zacken auch dran habe, weiß ich nicht. Aber schön finde ich es auf jeden Fall. Dann habe ich hier die Nummer 15. Oh, hier haben wir noch ein Armband drin. Armband hinter Armband, Leute, das finde ich nicht so schön. Ja, aber Ohrringe hinter Ohrringe hättest du gut gefunden, ne? genau, aber das ist ein süßes Armband, so schaut es aus. Da haben wir auch verschiedene farbige Steine mit dabei. Das sind entweder so silber, also so weiße, ne, die auch so glitzern. Und das andere sind so richtig bunte, so grün, lila. Grün und lila, ja. Finde ich auf jeden Fall sehr hübsch und sehr besonders. Ich kann mir das vorstellen... Melli, Mello Flori, die hat so ein Kleid, das hat die mal irgendwann, als wir auch unterwegs waren, zusammen getragen. Ich glaube, das wird dazu so gut aussehen, wenn du so passenden Schmuck zur Kleidung hast. Ich finde, das wirkt immer noch mal richtig hochwertiger und durchdachter. Habe ich das oft? Nein. Sollte ich das öfter tragen? Ja. Eye Crush hilft mir jetzt auf jeden Fall. Okay, die Nummer 16 habe ich jetzt hier. Ach, guck mal, jetzt habe ich hier nämlich die Kette, von der ich eben gehofft hatte, dass sie drin ist. Richtig nice. Da hätten die wahrscheinlich am besten die Kette und das Armband tauschen. Und nee, dann hätten die jetzt auch zwei Armbänder drin gehabt. Tenef. Nee, nee. Genau. Mensch. Und so schaut die aus. Die finde ich richtig hübsch. Das mag ich gerne leiden. Doch, ich mag das, ne? Das finde ich richtig, richtig schön. Vor allem rein theoretisch, wenn man sich den Adventskalender kaufen würde, um ihn zum Teil weiter zu verschenken, kann ich mir ja auch vorstellen. Dann kann man sowas oder dieses Set mit Sonne, Armband und Sonnekette jemandem schenken, mit so einer Karte, wo drauf steht, du bist mein Sonnenschein oder sowas. Ich glaube, das ist halt auch richtig süß, oder? Manche von euch machen das nämlich. Das habt ihr mir nämlich geschrieben, dass ihr euch so auch Schmuck-Adventskalender oder Beauty-Adventskalender kauft, um daraus halt auch so Weihnachtsgeschenke zu machen, was ja vollkommen sinnvoll ist. Und das wäre eine süße Idee, glaube ich. Hier habe ich jetzt den 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend. Da könnten mal wieder Ohrringe kommen. Oh, nee, da habe ich ein Ihr-Kaff drin. Hatten sie auch geschrieben, dass sie es mit drin haben. Der passt auch richtig gut zu den ersten, zu den Ohrringen, die da schon hängen. Und ich sehe es bei so vielen Kolleginnen, ich sehe es sehr, sehr häufig bei Nicole, dass sie sowas trägt, bei Sarah Isabel. Und das sieht so gut bei denen aus, ne? Finde ich richtig, richtig hübsch und ja, mag ich wirklich gerne leiden. Aber ich habe immer Angst, dass es bei mir nicht hält. Ich traue mich nicht. Mehr Mut, Claudi, mehr Mut. XVIII ist übrigens 18. 10 plus 5 plus 3, ne? Oh mein Gott, das ist ja richtig Schulunterricht. Oh Gott, wir haben hier auch noch Sonnenohrstecker drin. Oh, das Sonnenschein-Set wird auf jeden Fall vervollständigt. Du musst nicht alles auf einmal tragen. Wie gesagt, man kann das alles wild untereinander kombinieren, ne? Aber das finde ich süß. Das finde ich richtig schön. Also für mich persönlich ist es halt eher so ein Sommerset, weil es sind halt Sonnen. Oder man möchte halt die Sonne in den grauen Winter bringen. Ja, wir sind jetzt in der Weihnachtswoche und da haben wir den 19. Dezember. Ja, das hatten die auch angekündigt. Oh, wie schön dieser Ring ist. Ich suche noch nach einem... Ich sag's die ganze Zeit, ich gehe euch da ein bisschen mit auf den Keks, ne? Ich suche noch einen passenden Ring für meinen linken Zeigefinger, denn ja, meine Körpervolumina haben sich etwas geändert, seitdem ich
seitdem ich ein Kind bekommen habe. Und da suche ich noch nach dem perfekten Ring dafür. Und ich glaube, der könnte dafür passen, weil der allein so schon, der ist sehr, sehr subtil und sehr leicht, sehr angenehm. Ich habe den jetzt auf dem kleinen Finger, ne? Und der ist hier halt größenverstellbar. Da hatte ich nämlich halt auch einen Ring damals von einem Kooperationspartner dran, von einem meiner ersten. Deswegen war das halt auch so ein bisschen nostalgisch für mich und alle Ringe haben ja auch eine Bedeutung, die ich immer so trage, ne? Jetzt bei Adventskalender-Unboxings lasse ich die ab, weil ich hatte das schon mal, dass ich einen im Adventskalender verloren habe. Da war aber hier echt was los, Leute, ich sag's euch. Mit iCrush habe ich auch ganz früher schon zusammengearbeitet. Das hätte halt auch so eine emotionale Verbindung für mich. Ja, iCrush, wenn ihr das seht, ihr habt etwas Emotionales in mir ausgelöst. Und außerdem weiß ich noch, dass ich damals, als ich in München war, da war ich auf meinem allerersten Event generell, also auch das so super viele emotionale Geschichten, die mit dabei sind. Ich glaube, das ist echt ein perfekter Ring für meinen Zeigefinger. Und da habe ich auch damals Nicole Nina Wien getroffen und dann standen wir nämlich in München, in dieser Einkaufsmeile, vor dem iCrush-Laden. Und da habe ich nämlich mit ihr auch darüber gesprochen, so, hey, den Adventskalender habe ich mir übrigens bestellt und so. Allein, um mich immer wieder daran zu erinnern, wäre das, glaube ich, richtig gut. Und ich finde den Ring da auch richtig schön, ne? Und da es halt sehr langlebiger Schmuck ist, macht es auch definitiv Sinn. So, die Nummer 20. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier haben wir Ohrstecker drin. Ich glaube, die zweite Halbzeit ist jetzt ein bisschen filigraner als die erste. In der ersten waren wir etwas robuster unterwegs und jetzt wird es immer filigraner. Also finde ich eigentlich schön, ne, dass man halt auch einen gewissen Mix mit dabei hat. Denn hier haben wir so Kügelchenstecker. Das ist besonders, finde ich, weil ich sowas noch nicht habe. Und gleichzeitig ist es halt auch so zeitlos. Und das finde ich gerade total super. Schön. Die Nummer 21 ist relativ schwer. Hier haben wir, glaube ich, wieder ein... nein, ich bin kein filigraner Adventskalender. Mhm, genau. Richtig nice. Und das ist wirklich eine schöne Kette. Ah, okay, also. Das ist richtig iCrush-Style, wie ich ihn kenne und wie ich ihn liebe. Hier haben wir halt ein relativ prominentes Plättchen. Ist auch relativ schwer, ne? Was ich jetzt als Halskette auch nicht so problematisch empfinde. Und hier haben wir die verschiedenen Glieder. Und du kannst, das habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen, hier vorne das Ganze einkürzen, dass wenn euch das nämlich zu lang sein sollte und ihr sagt, nee, du Mensch, ach nö, ich möchte vielleicht nicht, dass es so lang ist, dass man das als Y-Kette umfunktionieren kann. Dann machst du dir das hier irgendwo zwischen, hast dann hier oben deinen Hals und dann hast du dann den Prömpel da unten, ne? Und der bummelt dir dann zwischen deinen Hupis hin und her. Das finde ich super. Ach Mensch, sind wir jetzt wirklich schon beim 22. Dezember? Ja. Okay, zwei Tage vor Heiligabend. Die zweite und letzte Schnapszahl. Hier haben wir ein Armkettchen drin, passend zu der sehr, sehr langen Kette, die wir ja eben schon hatten. Ich glaube, das möchte nicht so eine glatte Kette sein, sondern das hat hier diese verdrehten Sachen zwischendrin als Muster. Aha, seht euch das an. Ne? Da ist das Verdrehte und dann kommt das Glatte. Dann kommt es wieder verdreht, dann kommt es wieder glatt, dann kommt es wieder verdreht. Aha, das ist auch ausgefallen. Wir sind schon beim Tag vor Heiligabend. Das finde ich gemein. Ich hätte gerne für jeden Tag einen Adventskalender. Hm, nein, hier habe ich jetzt den 23. Dezember. Übrigens ist das in der Art und Weise, glaube ich, so bei iCrush möglich. Hatten die nicht mal so ein Schmuck-Abo? Das habe ich damals gesehen bei Unbox Butterfly Nicole. Was? Geil! Oh, das sind Ohrstecker oder Kreolen, wie auch immer man es nennen mag. Ohrhänger, wie ich sie einfach feiere. Das möchte ich in Adventskalendern finden, Leute. Da ich persönlich bin nämlich nicht diejenige, die sagt, ich möchte Basic-Schmuck, sondern ich möchte wirklich was Abgefahrenes. Ich möchte was ich jetzt nicht einfach so mir im Laden gekauft hätte oder ich möchte auf neue Gedanken gebracht werden. Leute, ist das schön. Ich habe auch so eine ähnliche Kette noch. Ich glaube, das ist sogar noch aus der damaligen iCrush-Kooperation. Und schaut euch die mal an. Oh mein Gott, und das halt nicht nur zu Heiligabend, wie lang die auch sind. Leute, ist das schön. Das finde ich so schön. So, so schön. Oh, ich hoffe, dass die Öffnung groß genug für meine riesigen Ohrläppchen sind. Bitte seid einfach groß genug. Oh, ich finde das wunderschön. Das ist mein Highlight. Also egal, was jetzt noch kommt, ne? Ich, ganz ehrlich, ich habe schon oft auch solche hängenden Ohrringe mal gesehen, aber ich habe noch nie so geile gesehen. Ist Geschmackssache, ich weiß, aber ich bin verliebt gerade.
Sweet, sweet, sweet. Okay, in der 24, habe ich gehört, sollen 2 Schmuckstücke drin sein. Das ist nice, ne? Ich komme auf die Ohrringe nicht klar. 7,16 Euro. Das muss man sich reinziehen. Okay, die machen dem Ganzen zwar etwas Konkurrenz, nein, können aber nicht mithalten, bin ich ehrlich. Das ist in dem Design von dem Armkettchen, was wir eben auch schon hatten. Und da haben wir einmal eine wunderschöne Kette. Auch die ist meinem Geschmack doch entsprungen. Das kann man wirklich so sagen. Das muss ich eben kurz mal hübsch machen, dass ihr das auch vernünftig seht. Und das schaut einmal so aus. Da haben wir halt auch diese, ich mag halt diese Farbrichtung, ne? Das ist halt wirklich mein Vibe. Und ne, dieses Grün-Lila, ne? Dann das Weiße mit dabei. Dann haben wir hier auch wirklich so eine halblange Kette, wo du auch wieder diese wirklich gute, hier, ne? Dieses ganze Stück. Ist ja quasi zur Größeneinstellung. Das ist wirklich super. Und außerdem haben wir hier noch das 25. Schmuckstück drin. Das sind Ohrstecker und die sehen ja mal richtig abgefahren aus. Ah, ich glaube, ich weiß, was das für welche sind. Das ist ja crazy. Seid ihr die? Du hast das nämlich so, dass wenn du hier, also so sehen die auf jeden Fall aus, ne? So. Und du hast das so, dass dieser Stecker dann quasi vorne ist. Und dieses Plättchen ist dann von hinten. Und dann kommt das Ohrläppchen kommt dazwischen und dann guckt das so unten drunter her. Das finde ich richtig geil. Das ist halt auch ausgefallen, ne? Und du kannst es auf unterschiedliche Längen einstellen. Das sehe ich auch gerade, dass du 3 verschiedene Längen hier hättest, je nachdem, wie lang dein Ohrläppchen halt auch ist und wo du es dann ja auch hängen haben möchtest. Das finde ich richtig cool. Sowas habe ich auch noch nicht in einem Adventskalender gehabt oder überhaupt in meiner Schmuckkollektion so, ne? Also, du hast hier Basic-Sachen drin. Du hast hier aber vor allem, finde ich persönlich, ausgefallenere Sachen drin enthalten. Am Ende hast du einen schönen Schmuckständer. Das haben die sich wirklich toll überlegt, wenn ich drüber nachdenke, wie der erste Adventskalender war, den ich ausgepackt habe. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich finde, du hast hier auch echt gute Sachen drin. Du hast hier schöne Sets drin enthalten. Wenn diese Produkte eurem Geschmack entsprechen oder der Person, der ihr sowas kaufen möchtet, oder ihr sagt, ich möchte ihn kaufen, um ihn als jeweilige Sets immer so zu Weihnachten zu verschenken, go for it. Also das, ja, also das ist ja, ich finde es richtig schön. Ich mag diesen Adventskalender. Ich würde schon sagen, dass er von der Art und Weise her mit zu den etwas ausgefalleneren gehört, die ich so auch vorgestellt habe und trotzdem aber sehr, sehr tragbare Produkte enthält. Also ich freue mich drauf, vieles davon euch dann auch in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren immer wieder zeigen zu können. Ich freue mich schon drauf, immer wieder gefragt zu werden, oh Claudi, wo hast du diese Ohrstecker her? Boah, Claudi, wo hast du diese geilen Ohrhänger her? Ich feiere das so sehr. Ich finde auch den Ring wunderschön. Ich finde es cool, dass es auch ein Ring hier drin ist, auch ein Earcuff, ne? Wie gesagt, ich habe einen Code CW2024. Damit kriegt ihr nochmal 10 Euro Rabatt auf den Adventskalender, egal in welcher Farbe ihr den bestellen möchtet. Und was halt auch richtig cool ist, dass ich einen verlosen darf. Ihr Lieben, wie findet ihr den Adventskalender? Was denkt ihr darüber? Und dann wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wenn Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.